Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch gleich zwei neue Glitches. Und zwar, wie ihr ein unendliches Masterschwert mit nur 3 Herzen erhalten könnt. Und zusätzlich, wie ihr euer Masterschwert auch noch mit der Synthese und Effekten in Zelda Tears of the Kingdom modifizieren könnt. Das wird einfach der Wahnsinn. Helft mir, die 100.000 Abos auf YouTube zu knacken. So, dann würde ich doch mal sagen, starten wir durch. Das erste, was ihr macht, ihr rüstet euch ein Schild aus, ein Schwert aus, das nicht das Masterschwert ist, und einen Bogen aus. Und dann speichert ihr einmal manuell ab. Denn sollte irgendetwas schief gehen, dann könnt ihr einfach euren Spielstand neu laden. Als nächstes gehen wir jetzt auf die vergessene Himmelsinsel und zwar zum In-Ita-Schrein. Beim Schrein angekommen, gehen wir nun in den Schrein. Im Schrein brauchen wir jetzt einen Autosave, also er muss automatisch speichern. Das habt ihr jetzt gerade eben unten links gesehen. Wenn das bei euch auch dran gestanden ist, also Speichervorgang, dann geht ihr jetzt in euer Menü und zum Titelbildschirm. Hier gehen wir jetzt auf Neues Spiel. So, hier wieder am Start angekommen, rennen wir, was das Zeug hält, und überspringen alles, was nur möglich ist. Dazu einfach X und Plus teilweise drücken. Hier, X Plus. Dann können wir gleich wieder ein Stück weiter rennen. Jetzt. Und weiter, weiter, weiter. Jetzt können wir alles mit B ganz schnell überspringen. Alles unwichtig. So, jetzt können wir weiter. Und weiter rennen. Jetzt hält uns Zelda wieder auf. Genau. Ja, das Tutorial kennt ja jeder schon. Aber müssen wir trotzdem leider spielen. Wir kommen daran nicht vorbei, denn das ist jetzt gleich für den Glitch sehr wichtig. So, hier kommen jetzt die Flederbeißer, die erledigt ihr alle, genau. So, auch das könnt ihr alles überspringen. Denn wir brauchen auch hier jetzt einen automatischen Speicherpunkt und hier ist er. Speichervorgang steht unten, links wieder dran. Damit haben wir schon mal erreicht, was wir wollten. Jetzt gehen wir zurück auf Laden und laden unseren Speicherpunkt im In-Ita-Schrein. So, hier im Schrein dann wieder angekommen, zerstören wir erstmal hier diese Wand. Dazu nehme ich jetzt einfach kurz eine Bombe. Peng. Ihr nehmt jetzt eure Ultrahand, greift diesen Stein und klebt ihn mit den anderen Steinen zusammen. Ihr nehmt jetzt beide Steine mit. Wir laufen jetzt hier um die Ecke. Und jetzt müssen wir die Steine platzieren. Ihr dreht die Steine jetzt einmal um 45 Grad und dreht sie, dass es hier quasi so einen Aufgang gibt. Und stellt die Steine hier rechts an die Wand. So muss es aussehen. Ja, sieht ziemlich gut aus. Ihr müsst nur immer wieder schauen, ob ihr da nicht runterrutscht. Wenn ihr direkt jetzt an der Wand steht, genau das passiert teilweise. Das bedeutet, ihr löst die nochmal und klebt sie einfach ein bisschen anders zusammen. Und dann wieder. Moment, ich richte sie echt richtig aus. So, jetzt sind sie wieder im 45 Grad Winkel. Und an die Wand stellen und hier hochklettern. So. Jetzt stellt ihr euch ganz an die Wand ran. Und öffnet euer Inventar mit Plus. Ihr geht jetzt zu euren Waffen. Ihr werft jetzt eure Waffe auf den Boden. Und was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst jetzt euer Menü schließen und sofort wieder öffnen. Also Plus Plus.
Das muss aber im richtigen Moment sein. Es gibt eine Version, die zu schnell ist und zu langsam. Mal schauen. Das war jetzt perfekt. Ihr seht im Hintergrund der verschwommene Link. Hier seht ihr jetzt mein Schwert in der Luft schweben über Links Kopf. Wenn die Waffe bei euch nicht angezeigt wird, dann wart ihr quasi zu schnell beim Inventar schließen und beim Inventar öffnen wieder. Wenn die Waffe sich aber schon bewegt hat, einen Frame, dann wart ihr zu langsam. Quasi, die Waffe muss gerade angezeigt sein, so wie es bei mir ist, darf sich aber noch nicht im Hintergrund bewegt haben. Wenn das quasi bei euch genauso geklappt hat wie bei mir, dann machen wir es gleich weiter. Falls nicht, dann geht einfach aus dem Menü raus, nehmt die Waffe wieder auf, stellt euch wieder oben hin und öffnet euer Menü, werft die Waffe wieder raus und wiederholt das Ganze einfach. Also ihr könnt ganz normal dann weitermachen, so lange bis es bei euch geklappt hat, dass die Waffe sichtbar ist, sich aber noch nicht bewegt hat. So, und dann gehen wir jetzt auf Laden und dann zu Schloss Hyrule Untergrund, also zu unserem neuen Spielstand. So, hier angekommen rennen wir jetzt weiter, denn irgendwo hier finden wir jetzt unsere Waffe, die wir gerade fallen gelassen haben. Es kann auch sein, dass die teilweise etwas in der Wand backt, da müsst ihr ein bisschen schauen. Da, ihr seht doch schon was glitzern, da habe ich sie, Fragezeichen, 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 hängt in der Wand. Und da haben wir das silberne Leune, die silberne Leunenklinge habe ich gefunden. Und das ist sehr wichtig, denn jetzt haben wir unser Inventar freigeschaltet hier im, ja, Tutorial quasi. So, jetzt geht es weiter und zwar, ihr stellt euch jetzt einfach hier auf eine Treppe, öffnet euer Inventar, werft euer Masterschwert mit Message Not Found, MSG Not Found auf den Boden und wiederholt das Ganze nochmal. Also wieder plus plus euer Inventar schließen und wieder öffnen und es muss wieder so angezeigt sein, dass die Waffe sich quasi nicht bewegt, aber angezeigt wird. Das, ja, jetzt hat sie sich quasi bewegt, das war zu ja, langsam. Habe ich viel zu lange gebraucht. Also, Masterschwert wieder ausrüsten und erneut auf den Boden werfen. Plus, plus. Da war ich zu schnell. Also wieder in die Hand nehmen. Nochmal. Masterschwert auf den Boden werfen. Perfekt. Masterschwert wird angezeigt im Hintergrund, hat sich aber noch nicht bewegt. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zu System, laden und gehen in den Inza-Schrein. Im Schrein angekommen, müssen wir uns hier wieder den Weg frei machen. Auch das mache ich wieder mit einer Bombe, wenn ich denn eine finde. So, Batz. Genau. Und wir laufen hier wieder ein Stück rüber. Und was finden wir denn da? Message not found. Hier liegt unser Masterschwert. Ich muss jetzt nur Platz machen. Haben wir den raus. So, und damit haben wir unser Master-Schwert gefunden. Message not found. Hier haben wir es. Und der Vorteil von diesem Master-Schwert ist nicht nur, dass ihr jetzt ja, zwei habt. Also ich habe hier das Richtige und hier habt ihr quasi den Klon vom Tutorial. Das Master-Schwert vom Tutorial hat unendliche Haltbarkeit. Ihr könnt jetzt euer Master-Schwert schwingen und angreifen, wie ihr wollt. Ihr seht, das Masterschwert hat immer noch sein Glänzen, also den Stern, dass es noch keine Haltbarkeit verloren hat. Ja, und jetzt habt ihr quasi das Masterschwert innerhalb von, ja, ein paar Minuten bekommen. Und das funktioniert natürlich auch, wenn ihr das richtige Masterschwert noch nicht bekommen habt. Also, das ist vollkommen egal. Ihr müsst nur diesen Schrein schon freigeschaltet haben. In eurem richtigen Spielmodus. Das Ganze geht jetzt aber sogar noch weiter. Aber bevor wir weitermachen hiermit, denn wir können das Masterschwert zum Beispiel jetzt auch noch modifizieren, bevor wir hiermit weitermachen, speichert jetzt euer Spiel wieder ab. So, damit ihr nun nicht nur das synthetisierte Material, sondern auch einen Effekt einer anderen Waffe auf euer neues Masterschwert übertragen könnt. Ihr seht schon, es hat eine 85er Stärke jetzt schon, aber ich werde das jetzt gleich nochmal machen, braucht ihr einige Dinge. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Wir müssen nur einige Vorbereitungen treffen. Zuerst mal braucht ihr drei Äste.
Ich habe euch hier auf der Karte bei der vergessenen Himmelsinsel drei Orte markiert, an denen ihr Konstrukte findet, die einen Ast tragen. Ich zeige euch jetzt auch ganz kurz im Gameplay, wo ihr die genau findet. So, hier haben wir das erste. Hier unten haben wir dann gleich das nächste Konstrukt mit einem Ast. Ach, da unten hat es sich hinbewegt. Auch ein bisschen off meine Markierung, aber auch da ist das nächste Konstrukt. So, habt ihr die drei Äste gesammelt, dann geht es weiter mit der Vorbereitung. Nun müsst ihr natürlich entscheiden, welche Waffe, also welches synthetisierte Material und auch welchen Effekt ihr auf euer Masterschwert übertragen wollt. In diesem Fall entscheide ich mich jetzt, ich möchte diesen silbernen leunenden Säbelhorn von dieser Waffe übertragen. Zusätzlich möchte ich aber auch noch den Effekt Angriffskraft plus 10 übertragen. Auch das wird mit übertragen, also überlegt euch, welche Waffe ihr dafür verwenden wollt. Ganz wichtig ist jetzt nur, dass ihr diese Waffe, die Effekte, die ihr übertragen wollt, die Waffe müsst ihr jetzt bis zu einer Haltbarkeit von 1 runterprügeln. Das heißt, diese Waffe darf nur noch einmal schlagen und die geht sofort kaputt. Sobald bei euch quasi die Meldung kommt, eure Waffe zerbricht gleich, habt ihr insgesamt noch 3 Schläge, dann zerbricht sie. Das bedeutet, wenn die Meldung noch kommt, dann schlagt noch 2-mal zu und dann habt ihr quasi genau eine Haltbarkeit. Ich habe das bei dieser Waffe jetzt schon gemacht. Und dementsprechend würde ich euch dann jetzt empfehlen, ihr speichert noch einmal hier manuell ab, denn jetzt geht es richtig zum Glitch und wie gesagt, da kann einiges schief gehen und da ihr ja Äste und alles gesammelt habt, macht das so jetzt am meisten Sinn, sonst müsst ihr das alles nochmal machen, wenn es schief geht. Also, einmal abspeichern. So, jetzt rüstet ihr euer Masterschwert aus, das ihr modifizieren wollt. Wichtig ist, ihr braucht auch ein Schild in eurer Hand. Das ist ganz, ganz wichtig, das brauchen wir nämlich auch gleich nochmal. Zusätzlich braucht ihr auch noch eine Wand vor euch. In dem Fall würde ich euch einfach empfehlen, macht es hier direkt im Schrein. Das funktioniert eigentlich am besten und die können eigentlich mal weg. So, wie geht jetzt der Glitch? Ihr rüstet euer Masterschwert und auch ein Schild aus. Ganz wichtig, ihr braucht auch ein Schild in der Hand. Jetzt lauft ihr ungefähr hier bis zu dem zweiten Strich hier auf dem Boden ungefähr. Ich stehe es direkt drauf und jetzt werft ihr die Waffe mit Modifikationen und Synthese raus, die ihr jetzt übertragen wollt. Ihr geht jetzt zur Wand, dreht euch um und schaut, ob ihr von der Wand die Waffe auf dem Boden aufheben könnt. Das darf nicht passieren. Also wenn ihr A drückt, hebt ihr die Waffe nicht auf. Dann ist sie weit genug weg. So, jetzt schaut ihr zur Wand. Dreht eure Kamera und drückt R, also den rechten Stick, um euer Fernglas zu öffnen. Jetzt schaut ihr hier auf diesen Spalt. Ihr drückt B, haltet ZL gedrückt, also euer Schild, und drückt einmal A. Macht einen Schildschlag und damit schaut ihr exakt ganz gerade nach vorne. Ihr öffnet euer Inventar. Ihr rüstet jetzt einen der Äste aus. Ihr werft die anderen 2 Äste auf den Boden. Ihr werft den 3. Ast auf den Boden. Und rüstet euer Masterschwert wieder aus. Jetzt müsst ihr wieder schnell ++ drücken. Und jetzt legt ihr euer Masterschwert ebenfalls auf den Boden. Und verlasst euer Inventar. Wenn alles geklappt hat, steht jetzt oben dran, dass ihr die Waffe nicht aus dem Inventar werfen könnt. Sie liegt aber nicht auf dem Boden und sie ist aber auch nicht mehr auf eurem Rücken. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt wieder eure Waffe hier vorne auf, nicht die Äste. So, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier mein Masterschwert mit sogar 95. Mein Masterschwert hat jetzt Angriffskraft plus 10 erhalten. Ganz wichtig, nicht abschalten, bloß nicht. Ihr müsst jetzt euer Masterschwert noch ablegen und wieder ausrüsten.
denn es war gerade nicht gesynkt. Das war gerade nicht korrekt gesynkt. Jetzt ist es wieder korrekt gesynkt und jetzt habt ihr euch tatsächlich euer Masterschwert wieder in der Hand. Und nicht mehr euer, in dem Fall war es bei mir ja das Silberbreitschwert. Genau, und das war's jetzt auch schon. Jetzt habt ihr euer Masterschwert mit einer unendlichen Haltbarkeit. Und ich würde mal sogar sagen, das müsste jetzt sogar der maximale Schaden sein. Noch stärker kann ein Masterschwert gar nicht werden, denn ich glaube, über Angriffskraft 10 gibt es, glaube ich, gar nicht. Damit habt ihr jetzt die perfekte Waffe mit unendlich Haltbarkeit. Das Einzige, was es halt immer kommt, wenn ihr die Waffe zieht, dass das Masterschwert fast kaputt geht, aber ihr seht ja, da geht gar nichts kaputt. Ihr habt jetzt das, genau das ist jetzt das legendäre Masterschwert und nicht das Zeug, was ihr im Spiel finden könnt über die Story. Vergesst das. So muss das Masterschwert funktionieren. Und euer Masterschwert hat natürlich immer noch den netten Namen MSG Not Found, Message Not Found. Ja, und ich würde mal sagen, jetzt habt ihr nicht nur euer Masterschwert mit nur 3 Herzen erhalten und habt jetzt eine Waffe mit unendlich Haltbarkeit, mit erhöhter Stärke, wenn ihr sie noch modifiziert habt. Ja, was will man mehr? Hierbei aber vielen, vielen Dank erstmal und Credits gehen raus für die verschiedenen Glitches, die hier angewendet wurden. Zuerst einmal der SLD-Glitch Safe and Load Duping wurde rausgefunden von ZombieBoy225. Vielen Dank dafür. Dann noch der MSNF, der Masterschwert Not Found Glitch, wurde rausgefunden von Legend of Link und wurde dann nochmal erweitert von Ababob. Der Weapon State Transfer, also WST, mit dem ihr eure Effekte übertragen könnt, wurden von mehreren Leuten rausgefunden, unter anderem Big Doku, Kuracat 471 und Mentor Kurt. Die ganzen Credits findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich habe aber diesen Glitch durch Elduende 05 rausgefunden. Auch hier geht ein großes Dankeschön raus. Super, super Video. Auch sein Video habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann würde ich schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann lasst ein Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!